Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Bei unserer Rubrik, muss ich ja sagen, Outdoor Fun macht Hundern. Ich habe euch heute wieder die Sarah mitgebracht. Und die Sarah zeigt euch weitere kreative Ansätze, wie ihr euren Hund auf dem Spaziergang interaktiv beschäftigen könnt. Heute kriechen wir, glaube ich, durchs Gelände, oder? Kriechen. Okay, also da nehme ich mich raus. Ich mache mich nicht schmutzig hier. Dementsprechend, da ist schon Mickey, da ist die Karma, hier ist die Sarah. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung. So, ich habe mir heute was Einfaches ausgesucht. Das ist ein großer Baumast. Und ich überprüfe, ob so kleinere Äste da drunter sind. Da ist alles okay. Also es gibt keine Verletzungsgefahr, wenn der Hund hier durch hier runter kriecht. Ich gucke auch, was so auf dem Boden ist. Und wenn was da ist, dann mache ich das einfach weg, damit es ziemlich frei wird und ohne Gefahr sozusagen. Jetzt nehme ich den Hund dazu. Karma, komm mal her. Komm, komm. Kannst auch ruhig einmal. Hopp. So, und jetzt hier lege ich den Hund in Platz. Mach Platz. Gut. Jetzt nehme ich ein Futterstückchen und kann ich sie langsam hier führen. Sie kriecht da drunter. Und füttere ich sie. Super. Also ihr habt gesehen, es ist eine Übung, die körperlich schon ziemlich beansprucht ist. Wichtig ist dabei, dass der Hund gesund ist, dass er keine Verletzung im Rücken hat. Und dann kann man so eine Übung auch zur Verstärkung der Muskulatur machen. Jetzt zeige ich das noch einmal. Karma, hopp. Einmal rüber, Platz, Futterstückchen und einmal kriechen. Super, komm weiter, weiter, super, weiter, klasse. Gut gemacht. Wenn der Hund das einmal gelernt hat, zu kriechen unter einem Ast, dann kann man auch so ohne Ast machen. Das ist auch eine gute Übung für die Muskulatur und wie gesagt, wichtig ist, dass der Hund gesund ist, körperlich gesund ist. Wir zeigen das einmal. Karma, mach Platz. Gut. Und jetzt einmal kriechen. Karma, kriechen, Platz und kriechen, kriechen, kriechen. Gut, kriechen. Fein, fein. Gut gemacht. Ja, das war die Übung, kriechen. Viel Spaß. Also mit dem Futterstückchen ziehe ich ihn hoch, damit er erstmal die zwei Pfötchen drauf legt. Dann etwas höher. Hinterher. Das Problem der Orientierung und Ausrichtung liegt meistens daran, dass wir selber viel in die Situation hineintragen und eigentlich unseren Hund vor vielen Dingen schützen wollen.